Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu diesem Video. Und in diesem Video geht es darum, wie du eine große Vertriebsorganisation aufbauen kannst. Ich werde dir ja 9 Tipps geben, aus 3 großen Themenbereichen, die ich ja für sehr, sehr wichtig in diesem Zusammenhang halte. Es geht hierbei um den Vertrieb. Network Marketing. Natürlich im klassischen Vertrieb kann es durchaus da ein bisschen zu Abweichungen kommen, aber die meisten Dinge kannst du auch eins zu eins auf jedes andere Geschäft dann dementsprechend übertragen. 9 Tipps. Ich werde dir unterhalb des Videos aber einen Link zu einem Blogartikel von mir bereitstellen, in dem ich auf dieses Thema noch sehr ausführlich eingegangen bin oder sehr oder viel ausführlicher eingegangen bin. Und dort findest du noch viele, viele weitere Tipps ergänzend zu diesen. Lohnt sich also vorbeizuschauen. Den Link stelle ich dir unterhalb des Videos in der Textbeschreibung dann eben bereit. Also lass uns keine Zeit verlieren, legen wir gleich los. Ich schalte mal hier kurz das Whiteboard an. Und die Kamera aus, damit wir uns hier einfach besser drauf fokussieren können. So, genau. Also, zunächst mal ist es so, gibt es aus meiner Sicht 3 große Themenbereiche, die ja wichtig sind und die du im Vorfeld wo du dir einfach eine Klarheit drüber verschaffen solltest. Und zwar ist es einmal das Thema. Machen wir hier einfach mal so in Gelb. Das ist einmal das Thema, das sind die Basics und ja, und deine Vorbereitung. Da ist der erste wichtigste Punkt, ja, dass du dir mal klar darüber wirst, welches Ziel du mit deinem Network Marketing Business überhaupt erreichen möchtest, ja. Es ist ein unterschiedliche Herangehensweise, dann später auch in der Vermarktung, ob ich sagen möchte, ich will einfach nur ein paar hundert Euro dazu verdienen oder ob ich ein ja, Millionen-Business aufbauen will. Beides ist mit Network Marketing möglich. Und die Entscheidung, welchen Weg du dann letzten Endes gehst, den musst du natürlich für dich entscheiden. Grundsätzlich ist es so, die Aktivitäten, die Ergebnisse, die zu Einkommen führen, sind bei beiden Wegen die gleichen. Deswegen würde ich grundsätzlich jedem empfehlen, groß zu denken und ja, sich da ein richtig lukratives Geschäft aufzubauen. Aber was die Planung und die Vorbereitung betrifft, ist es wichtig, wofür du das Ganze machst, was sind deine Antreiber, was sind deine Motive, was ist dein Warum, wie man so schön sagt, weil das sind einfach Punkte, die du wissen musst, ja. Und aus 2 Dingen. Zum einen, dass du ja durchhältst, auch wenn es mal nicht so läuft, ja, dass die Motivation, ich sag mal, ein gutes Level hält. Und zum anderen ist es aber auch wichtig, ja, für die Herangehensweise. Willst du nur ein paar hundert Euro dazu verdienen, dann musst du nicht unbedingt den ganzen Aufwand mit Online-Marketing betreiben, ja, sondern du kannst auch einfach gemütlich über Empfehlungsmarketing jeden Monat 1, 2, 3, 4 neue Kunden gewinnen und darüber dein Einkommen erzielen. Also wichtig ist, dass du einfach mal festlegst, wo möchtest du denn eigentlich hin? Und dementsprechend gibt es natürlich andere Mittel und Wege, das Ziel zu erreichen. Ja, und dementsprechend macht es dann natürlich Sinn, da im Vorfeld sich auch schon mal Klarheit zu verschaffen. Der weitere Punkt, über den du dir auf jeden Fall Gedanken machen solltest, ist deine Zielgruppe. Also mit wem möchtest du dieses Business aufbauen? Ja, also welche Eigenschaften, welche Werte, welche Charaktereigenschaften sollen die Menschen haben, mit denen du zusammenarbeiten möchtest? Ja, und ich würde mich da, wie gesagt, ich würde mich da wirklich auch täglich mit beschäftigen. Ich würde mir da wirklich auch die Zeit dafür einräumen, die Zielgruppe einfach immer besser kennenzulernen, weil das so ein entscheidender Faktor ist, weil aus zweierlei Gründen. Zum einen wird dir deine Arbeit viel mehr Spaß machen, wenn du mit Menschen zu tun hast, die ja gleiche Ziele verfolgen, wie du. Ich mache jetzt mal ein extremes Beispiel. Wenn du mit jemandem zusammenarbeitest, der völlig antriebslos ist, keine Gründe, keine Ziele hat, keine Motivation, der einfach ja das Geschäft macht, um Aufmerksamkeit vielleicht zu kriegen oder wie auch immer, was die Gründe dann sein können, dann
und du jemand bist, der ja einen sehr starken Erfolgswillen hat, der sehr stark vorangeht und der wirklich Vollgas gibt, dann kann es dazu führen, dass ihr beide nicht, was zumindest was das Geschäftliche betrifft, nicht unbedingt so auf einer Wellenlänge liegt. Und da solltest du für dich einfach ganz klar entscheiden, welchen Charakter, mit welchen Menschen möchtest du denn grundsätzlich zusammenarbeiten. Oder, und das ist der zweite Punkt, dass du dir überlegst im Vorfeld, wie du es schaffen kannst, ja, diese Menschen dann eben oder den Menschen dabei zu helfen, dass sie eben ihre Ziele erkennen, dass sie ihre Träume wiederentdecken, um dann dementsprechend in die Handlung zu kommen. Ja, also dass du deine Zielgruppe kennst, ist dann eben noch aus dem anderen Punkt wichtig, dass du später, wenn du deine Marketingaktivitäten dann startest, dass du weißt, wo findest du die Zielgruppe überhaupt? Wenn deine Zielgruppe, ich sag mal, überwiegend offline ist, ja, und gar nicht online geht, ja, was ich mir ja fast nicht vorstellen kann, aber es kann bestimmt die ein oder andere Zielgruppe geben, wo das vielleicht der Fall ist, dass du die im Internet gar nicht so stark erreichst, dann macht natürlich vielleicht ein Vertriebskanal ja offline mehr Sinn. Wenn du der weitere Punkt, also wo triffst du die Leute an? Und dann ist natürlich der nächste Punkt, wie sprichst du die Menschen an? Wenn deine Zielgruppe Menschen sind, die erst 20, 25 sind, dann haben die natürlich andere Gründe, andere Bedürfnisse, andere Herausforderungen, andere Ziele, wie jetzt jemand, der vielleicht schon im Rentenalter ist und ja über gewisse Dinge ganz anders nachdenkt und für den vielleicht jetzt zum Beispiel materielles nicht unbedingt das Thema ist, sondern der vielleicht eine sinnvolle Aufgabe sucht. Und die Ansprache der Menschen ist dann natürlich ein Stück weit eine andere. Und dann der dritte Punkt in dem Bereich ist, dass wie kannst du es schaffen, dein Ziel, was du dir hier oben festlegst, ja, hier solltest du dir auch wirklich ein konkretes Ziel festlegen. Also wenn du in deinem Network-Marketing-Business startest, in deinem Partnerunternehmen startest, dann leg dir wirklich ein konkretes Ziel fest. Was möchtest du denn wirklich erreichen? Nicht, was wäre sinnvoll zu erreichen? Klar, sinnvoll wäre immer die höchste Karrierestufe, aber machen wir uns nichts vor. Für viele ist es gar nicht wirklich das Ziel, weil sonst würden sie es erreichen. Dementsprechend mach dir da nichts vor, sei da ehrlich zu dir, was möchtest du denn tatsächlich erreichen? Und dann halt das auch schriftlich fest, so dass du das dann eben in Einheiten runterbrechen kannst. Was musst du monatlich machen? Was musst du wöchentlich machen? Was musst du täglich tun, um das Ziel dann eben zu erreichen? Und jetzt hier im dritten Punkt ist dann natürlich das Wie. Auf welchen Wegen kannst du es schaffen? Ja, hast du vielleicht viel Zeit, aber wenig Geld? Ja, hast du viel Geld, aber wenig Zeit? Vielleicht hast du beides, Zeit und Geld. Und je nachdem, welche Ressourcen du hast, welchen Kenntnisstand du hast, welches Wissen du bereits in deine Geschäftsgründung mit einbringst, so hast du natürlich die Möglichkeit, dann dementsprechend unterschiedliche Wege dann auch in der Vermarktung später zu gehen. Und darüber solltest du dann einfach mal Gedanken machen, ja, welche Wege du gehen willst, um an dein Ziel dann letzten Endes zu kommen. Ja, und du wirst sehen, wenn du dich mit dieser Frage beschäftigst, dann wirst du da auch schon ganz andere Klarheit erhalten. Und diese Klarheit ist es, was wir dann auch tagtäglich im Alltag brauchen, um zum Beispiel in stressigen Situationen einen klaren Kopf zu behalten, weil wir wissen, wo wir hinwollen, dass wir die richtigen Mitarbeiter erkennen, dass wir die richtigen Kunden erkennen und ich sag mal, Zeitdiebe im Vorfeld schon gar keine Chance haben, dass die an uns rankommen. Der zweite große Themenbereich ist dann, ich nenne es jetzt einfach mal Arbeitskreislauf. Und hier geht es im Prinzip um den Rekrutierungsprozess an sich. Also wie gewinnst du neue Kunden, wie gewinnst du neue Vertriebspartner, also alles, was hier in den Bereich reingehört. Und auch hier ist zunächst mal die wichtigste Frage zum Thema Zielgruppe. Also wo triffst du die Zielgruppe an? Ja, in welchen Foren sind die unterwegs? Welchen Plattformen? Online, offline? Erreichst du die gut über Printanzeigen? Erreichst du sie über Online-Marketing, über Pay-per-Click-Anzeigen etc. Ja, dass du einfach hier auch eine Klarheit für dich hast, weil letzten Endes hängen deine Marketingaktionen beziehungsweise deine Marketingmaßnahmen ganz stark davon ab, wer deine Zielgruppe letzten Endes ist und wie du sie auf eine richtig gute Art und Weise dann eben halt ansprechen kannst. Und dann schreibe ich jetzt hier mal E hin, habe den Kreis ein bisschen zu klein gemacht. Das E steht für einfach und duplizierbar. Nicht alles, was man machen kann,
ist auch tatsächlich sinnvoll, dann im Network Marketing dann umzusetzen. Henry Ford hat mal gesagt, wenn du etwas Großes aufbauen willst, dann musst du etwas Einfaches aufbauen. Und wenn Partner, die bei dir einsteigen, erst eine Marketingausbildung brauchen, um loslegen zu können, dann ist es der falsche Ansatz. Das heißt nicht, ich mache das auch so. Das heißt, ich habe im Prinzip für meine Partner eine Strategie für den Schnellstart sozusagen, so dass wirklich eine Methode, dass jeder eine Methode an die Hand bekommt, die er auch umsetzen lernen sollte, die wirklich jeder umsetzen kann, die einfach umzusetzen ist, so dass da auch jeder arbeiten kann. Weil Network Marketing sollte aus meiner Sicht nicht ein Geschäft für Profis nur sein, die Marketingausbildung haben, sondern es soll ein Geschäft für jedermann sein. Und da ist es einfach halt auch ganz wichtig, dass du einfache Arbeitsweisen an die Hand gibst und da dich einmal festlegst, welche Arbeitsweisen das dann sind. Ja, also wichtig, nicht alles, was man machen kann, ist dann auch immer gleich zu Beginn sinnvoll. Und im Laufe der Zeit ist dann natürlich, da kommen wir dann gleich im nächsten Punkt dazu, die Frage, was schulst du deinen Partnern, welche Strategien gibst du ihnen an die Hand oder welche Strategien kannst du ihnen überhaupt an die Hand geben? So, und dann haben wir hier noch einen dritten Punkt. Und zwar nenne ich jetzt auch mal E, und der steht eben für die Einstellung neuer Geschäftspartner. So, und da stellt sich ja immer die Frage, wen soll ich denn jetzt einstellen? Ja, also wenn du Interessenten vor dir sitzen hast, macht es Sinn, wirklich jeden zu rekrutieren? Und hier kannst du im Prinzip das einfach, ich sag mal, durch zwei Möglichkeiten herausfinden. Erstens, ich sag mal, persönliche Gespräche, ja, in denen du herausfindest, was für Ziele hat die Person, welche Träume hat sie, welche Vorstellungen vom Geschäft hat die Person, einfach um abschätzen zu können. Ja, hat die Person den richtigen Background, um zu starten? Ja, das ist natürlich ein Prozess, der bedeutet aber auch Zeitaufwand. Klar, du kannst es auch mit Mitarbeitern machen, aber ich gehe jetzt einfach mal vom klassischen Network-Marketing-Unternehmer aus, der jetzt gerade neu startet. Und dann gibt es noch eine zweite Möglichkeit, und die favorisiere ich. Ich nenne es jetzt einfach mal Probe. Ja, also eine kleine Probezeit, die du vereinbaren kannst, und in diesen, weil es ist ja so, egal was hier oben die Menschen sagen, wie sie sich verhalten, welche Auskünfte sie geben, letzten Endes weißt du tatsächlich aber nie, wird eine Person in die Handlung kommen oder nicht, wird sie die notwendigen Dinge tun, die getan werden müssen, um erfolgreich zu sein. Das kannst du ja selten wissen. Klar, wenn du jetzt einen klassischen Angestellten einstellen würdest, dann musst du hier unbedingt herausfinden, wen du dir da ins Haus holst, weil klar, die Bestimmungen und die Regeln am Arbeitsmarkt sind da eindeutig. Das heißt, du hast da nicht so viel Zeit, und alles, was du hier korrigieren musst, das kostet dich Geld. Beim Network Marketing ist die Sache ja ein Stück weit anders, weil du hier gibt es ja keine klassischen Arbeitsverträge, ja. Und du hast auch nicht die Beziehung Chef-Angestellter, sondern es ist ja ein partnerschaftliches Verhältnis. Und dementsprechend ist es ja auch nicht so, dass du irgendwie Weisungen geben kannst, denn jeder baut ja sein eigenes Unternehmen auf. Der Kern ist ja der, dass du im Prinzip als die Person, die schon mehr über das Geschäft weiß, als Mentor sozusagen zur Verfügung stehst. So, und deshalb gebe ich immer gern so eine Probezeit, dass ich einfach sage, du, hör zu, wir können uns jetzt beide auch viel erzählen, ja, testen wir uns doch einfach mal gegenseitig 30 Tage, ob das so stimmt, was wir da miteinander besprochen haben. Und in den 30 Tagen stellt sich immer heraus, wer gibt Gas, wer engagiert sich, wer bringt sich ein. Und da kannst du dann sehr stark dann auch dran erkennen, ob es sich lohnt, dann die Zeit auch weiterhin zu investieren, weil machen wir uns auch nichts vor. Und das ist das, was man halt eben halt auch verstehen muss, ja. Letzten Endes, wenn du Ziele hast, ja, und du möchtest, ich sag mal jetzt, einen hohen fünfstelligen Betrag monatlich erwirtschaften oder auch mehr, ja, egal was dein Ziel ist, dann kannst du natürlich, du hast ja auch nur 24 Stunden am Tag. Und ich spreche jetzt nicht davon, dass man Mitarbeiter einstellen kann, die viele Aufgaben übernehmen. Natürlich kann man alles skalieren. Ich spreche jetzt vom klassischen Durchschnitt
der Personen, die jetzt im Network Marketing einfach starten. Und es sind halt mal Leute, die sind alleine, ja, in der Regel. Und fangen als Einzelperson einfach an, bauen sich ihr Team auf. Und hier ist dann halt eben wichtig, dass du halt nur 24 Stunden am Tag Zeit hast, maximal. Beziehungsweise, wenn du noch einem Hauptjob nachgehst, ja, sogar noch weniger. Und da musst du einfach wissen, wo du deine Zeit investierst, und du kannst es dir einfach nicht leisten, wenn du Ziele hast, ja, den ganzen Tag mit Menschen zu verbringen, die keine Ziele haben. Das heißt, die nicht Aktivitäten tun, die zu ihren Zielen führen. Das ist einfach mal die Wahrheit. Letzten Endes, natürlich soll sich jeder in unserem in unserer Branche Network Marketing auch wiederfinden können. Und es ist auch egal, ob jetzt jemand große Ziele oder kleine Ziele hat. Es kommt eigentlich einfach mehr darauf an, dass man erkennt, ja, die Person möchte ihre Ziele erreichen. Und selbst wenn jemand nur 400 € im Monat nebenbei dazu verdienen will, dann muss er trotzdem die Aktivitäten halt einfach tun, die dazu führen. Ja, und das kannst du eben alles herausfinden in der Probezeit, wenn du eine gute Einarbeitung dann dementsprechend hast. Außerdem möchte ich nicht entscheiden, ja, wer das Recht hat, im Network Marketing zu starten und wer nicht. Wenn die Person vor über ja, 14 Jahren, die mir die Chance gegeben hat, ja, im Strukturvertrieb zu starten, wenn die Person gesagt hätte, nee, mit einem Industriemechaniker, der Schicht arbeitet, das kann nichts werden, da habe ich keine Lust zu, dann wäre das ein schlechtes Geschäft für beide dann gewesen. Ja, also von daher, wer bin ich schon, dass ich entscheiden kann, wer die Chance nutzen darf und wer nicht? Das heißt, ich gebe die Chance jedem, was die Person dann draus macht, das ist ihr selbst dann überlassen. Ja, dafür bin ich auch nicht verantwortlich. Ich gebe mein Bestes, und letzten Endes muss dann die Person für sich selbst entscheiden, wie aktiv sie dann wird. Allerdings, auch hier, da kommen wir dann jetzt zu dem nächsten Punkt. Ich mache es mal ein bisschen größer. Das ist dann, ja, nennen wir es einfach mal Schulung und Service. Entschuldige bitte meine Sauklaue. So, auch hier solltest du dir dann gut überlegen, nachdem du jetzt mit jemand zusammenarbeitest, wie arbeitest du die Leute ein? Auch hier kannst du natürlich hergehen und kannst alles eins zu eins machen, jedem neuen Partner eins zu eins das Gleiche erklären. Wird dazu führen, dass ihr euch sehr gut versteht, aber es heißt ja noch lange nicht, dass die Person dann auch tatsächlich die Dinge umsetzt, ja, und dementsprechend würde ich dir empfehlen, einen automatisierten Onboarding-Prozess zu machen. Und dieser automatisierte Onboarding-Prozess, der führt einfach da dazu, dass, ja, das kann zum Beispiel sein, dass du die ersten Schritte machst, du Videos dazu, dass die Leute quasi das Schritt für Schritt einfach durchgehen können, dass du FAQ bereitstellst, wo die wichtigsten Fragen bereits erklärt sind. Ja, das ist etwas, das kannst du dauerhaft dann auch optimieren und hast so die Möglichkeit, wenn du Fragen hast, einfach, ich sag mal, ein Video zuzusenden, was eben die Problematik erklärt, zumindest für den Onboarding-Prozess, und kannst das Ganze natürlich dann auch noch weiter automatisieren. Und das hat zwei Vorteile. Zum einen, du sparst Zeit, ja, und kannst die Zeit wirklich dann auch den Leuten widmen, die tatsächlich jetzt, ich sag mal, wo du individuell mit denen auch dran arbeiten musst, weil jetzt vielleicht bei einem Kunden eine spezielle Situation ist oder was ja sehr selten vorkommt, aber oder wenn irgendwie ein Problem auftritt, persönlicherseits, aber was auch immer, ja, wo man jetzt, sage ich mal, das nicht so standardisieren kann. Und der zweite Punkt ist, also zuerst sparst du Zeit, und der zweite Punkt ist dann natürlich der, dass deine Qualität der Ausbildung im Team gleich hoch ist, ja, weil jeder Partner, der ins Team kommt, durchläuft diesen Onboarding-Prozess und hat somit die gleichen Informationen wie du. Ja, und so ist eben eine hohe Qualität dann auch sichergestellt, dass nicht jeder ja, arbeitet, wie ihm danach ist, sondern dass jeder über die gleichen Informationen verfügt. Ja, ist übrigens auch der Erfolg zum Beispiel von McDonald's. Ja, du kannst, egal in welches McDonald's-Restaurant du gehst, die Arbeitsabläufe sind alle standardisiert, ja, so dass in jeder Filiale im Prinzip die gleichen Dinge gemacht werden. Und das führt halt dann eben auch dazu, dass die Qualität gleich bleibt. Gut ist. So, also das ist das eine. Dann solltest du dir drüber Gedanken machen, jetzt weiß ich nicht, jetzt habe ich gerade hier Probleme mit dem Stift, ich hoffe, es geht, welche Marketing
Aktivitäten, welche Marketingmaßnahmen du schulen willst, ja. Und das ist eben halt auch einfach der Punkt. Achte da einfach, haben wir eben schon mal kurz angesprochen, dass es einfach ist und dass es duplizierbar ist. Wenn du gleich zu Beginn die Leute, ich sag mal, einen 100-teiligen Videokurs durcharbeiten müssen, um loslegen zu können, ja, dann wirst du schon viele haben, die unterwegs die Spur verlieren und da gar nicht erst ins Handeln kommen. Also, wie gesagt, halte dich dahin, Henry, vor, wenn du was Großes aufbauen willst, musst du was Einfaches aufbauen. Und das ist im Network Marketing eine ganz, ganz wichtige Sache. Und dann haben wir hier, jetzt hoffe ich, dass es mit dem Stift gerade geht. Okay, wohl nicht. Das soll ein K sein. K für Kommunikation. Sorge dafür, dass eine klare Kommunikation herrscht. Auch ich habe das Thema viele, viele Jahre lang sehr unterschätzt, weil ich eigentlich immer der Meinung war, es ist klar, was die Aktivitäten sind, es ist klar, was getan werden muss. Aber manchmal ist es den Leuten einfach nicht bewusst, ja, dass eine geschäftliche Partnerschaft wie eine Ehe ist, dass sich das die Waagschale halten muss, dass das eine Win-Win-Situation für beide sein muss, ja. Wenn einer immer nur nimmt und der andere immer nur gibt, dann wird es irgendwann ein Ungleichgewicht und dann passt es nicht mehr, ja. Und dann, das führt in der Regel dazu, dass eine der beiden Parteien dann ja, unzufrieden ist. Und das soll einfach nicht passieren. Und dementsprechend ist wichtig, dass du von Anfang an eine klare Kommunikation mit deinen direkten Partnern hast, aber auch eine klare Kommunikation innerhalb des Teams, dass auch wirklich jeder dann weiß, was du persönlich als Teamleiter von deinen Partner erwartest und was du bereit bist einzubringen. Ja, dass ihr da im Vorfeld gemeinsam drüber sprecht, was ist denn, was verstehen wir beide, ja, wir zwei Individuen darunter, wie wir zusammenarbeiten wollen. Was erwartest du als neuer Partner, was ich dir geben muss? Und auf der anderen Seite, was erwarte ich als oder erwartest du als Teamleiter, was der neue Partner bringen muss? Ja, und wenn das klar geregelt ist, dann weiß jeder, wo er dran ist und jeder kann sich orientieren und kann sagen, okay, handle ich danach oder nicht? Ja, und wenn diese Punkte hier, wenn diese drei große Themenbereiche weitestgehend hier Überschneidungen haben, ja, dann geht es voran und dann wirst du auch deine Erfolge erzielen können. Okay, ich hoffe, das Ganze war jetzt für dich hilfreich. Wenn dem so war, dann freue ich mich natürlich, wenn du das Ganze auch mit deinem Netzwerk teilst. Ansonsten sehen, hören wir uns im nächsten Video. Falls du das Video jetzt hier auf YouTube siehst, abonniere doch gerne den Kanal, dann verpasst du keine weiteren Videos. Ansonsten werde ich dir unterhalb des Videos noch den Link zum Blogartikel bereitstellen, wo du viele weitere zusätzliche Tipps zu denen hier bekommst. Also schau einfach vorbei und wenn du Fragen hast, nutze dann dort einfach die Kommentarfunktion oder wenn du es auf YouTube siehst, dann ebenfalls. Ich freue mich da von dir zu hören. In diesem Sinne wünsche ich dir alles, alles Gute, maximalen Erfolg beim Aufbau deiner Network-Marketing-Vertriebsorganisation. Bis bald, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.